Herzlich willkommen zum Livestream zum Thema Schlaf und Biorhythmus. Ich bin Christine Blume, ich bin Postdoktorandin am Zentrum für Chronobiologie hier an der Uni Basel. Ich würde da immer empfehlen, einfach mal die Ferien zu nehmen. Ich meine, Ostern ist jetzt gerade vorbei, aber vielleicht plant man schon Ferien im Sommer. Und in den Ferien einfach mal wirklich drauf zu hören, wann werde ich eigentlich müde, dann ins Bett zu gehen und dann auch ohne Wecker morgens aufzuwachen. Und in den ersten Tagen merkt man meistens, man schläft ein bisschen länger, dann pendelt sich das ein, man hat das Schlafdefizit, was jeder von uns so ein bisschen mit sich rumträgt, oft in Arbeitswochen. Man hat das ausgeglichen und dann kann man sich wirklich in diesen Rhythmus einpendeln. Prinzipiell ist es einfach so, dass unsere Gesellschaft eher Frühtypen favorisiert. Und das liegt daran, dass natürlich also Lerchen haben eben ein früheres Schlaffenster, das heißt, die gehen gerne früh schlafen, stehen aber auch früh auf. Eulen hingegen, die gehen gerne später schlafen und stehen dann entsprechend auch später auf. In Summe kommen wahrscheinlich und hoffentlich alle auf ihre 8 Stunden. Wenn man sich jetzt aber anschaut, wie die Gesellschaft funktioniert, dann haben wir zumindest in Zeiten, wo es keine Pandemie gibt, wo wir nicht im Homeoffice sind und vielleicht dadurch flexibler, dann ist oft der Arbeitsbeginn 8 Uhr. Und die Eulen, die vielleicht eigentlich gerne bis um 8 Uhr oder um sogar 9 Uhr schlafen würden, aufgrund ihrer biologischen Konstitution, die schlafen dann manchmal weniger. Und insofern kann man sagen, in Kombination mit den gesellschaftlichen Rhythmen haben die Eulen oft einen Nachteil, aber prinzipiell kann man nicht sagen, eines ist gesünder als das andere. Da gibt es ein ganz aktuelles Übersichtspapier dazu tatsächlich, kam erst letzte Woche raus und da haben die Autorinnen insgesamt 22 Studien mit eingeschlossen und empfehlen das wirklich nicht, raten davon ab. Das Problem bei polyphasischem Schlaf ist, dass meistens das Ziel ist, die insgesamte Schlafdauer zu reduzieren. Man muss einfach sagen, wir kommen von diesen 7 bis 9 Stunden einfach nicht runter, die brauchen wir. Dazu kommt bei polyphasischem Schlaf, dass die Schlafphasen ja dann häufig auch auf den Tag verlegt werden. Der Schlaf am Tag ist aber einfach ein anderer als in der Nacht. Wir wissen aus Studien, dass Schlafphasen untertags nicht so erholsam sind wie Schlafphasen in der Nacht. Und es gibt auch einfach keine Langzeitstudien zu diesem polyphasischen Schlaf. Das heißt, wir wissen nicht, inwiefern sich polyphasischer Schlaf negativ auswirkt auf die Gedächtnisbildung, auf den Energiestoffwechsel, auf das Immunsystem, um nur einige Beispiele der eigentlich positiven Wirkungen von Schlaf zu nennen. Und ich muss auch sagen, so ein polyphasischer Schlaf ist auch einfach sozial nicht besonders verträglich. Man muss sich wirklich ganz streng an diese Schlafrhythmen halten und darf sich da wirklich keine Flexibilität erlauben, wenn das irgendwie auch nur ansatzweise funktionieren soll. Deshalb ganz klar aus meiner Perspektive würde ich nicht empfehlen. Schlaf nachholen können wir. Wir können nicht vorschlafen. Ganz einfach, so wie man auch einen Akku nicht über 100% aufladen kann, das geht nicht. Aber Schlaf nachholen können wir und das hat auch die Natur ganz clever eingerichtet. Wir müssen nicht eins zu eins jede Minute nachholen, sondern unser Schlaf wird quasi ein kleines bisschen effektiver. Er wird intensiver und darüber holen wir Schlaf nach. Natürlich holen wir aber auch ein bisschen über die Zeit nach. Das heißt, machen ja auch viele von uns, die dann am Wochenende mal so richtig schön ausschlafen. Ja, der Schlaf ist wichtig für einen ausgeglichenen Stoffwechsel. Und tatsächlich findet man bei Menschen, die ungefähr 8 Stunden schlafen, dass die einen niedrigeren BMI haben, also Body Mass Index, das kennen wahrscheinlich viele, als diejenigen, die kürzer schlafen oder auch länger. Das gibt uns schon Hinweise darauf, dass der Schlaf durchaus auch wichtig ist für eine gesunde Regulation des Körpergewichts. Wir wissen auch bei Schichtarbeitenden beispielsweise, die also Nachtschicht noch arbeiten, dass die häufiger unter Übergewicht leiden, aber auch beispielsweise häufiger unter Diabetes Typ 2. Das ist ja eine Stoffwechselstörung, wo auch diskutiert wird, dass eben diese Rhythmusverschiebung und dadurch auch eine Schlafverschiebung, auch eine Verschlechterung der Schlafqualität durchaus eine Rolle spielt. Ja, es gibt verschiedene Strategien.
eine beispielsweise ist, wenn man jetzt das Gefühl hat, dass einen Gedanken davon abhalten, dass man wieder einschlafen kann, dann kann man zum Beispiel empfehlen, das sind so achtsamkeitsbasierte Strategien, sagt man dazu, dass man sich zum Beispiel vorstellt, man schaut in einen blauen Himmel und das sind große Wolken und jeder Gedanke, der so kommt, den setzt man auf eine Wolke, bewertet ihn nicht und lässt ihn auch einfach davonziehen. Das soll dazu führen, dass wir diese Gedanken eben nicht festhalten und nicht vom Hundertsten ins Tausendste kommen, sondern eben dann auch in einen entspannten Zustand gelangen können, in dem wir wieder einschlafen. Eine Verhaltensstrategie, also eine Strategie, die jetzt nicht so sehr kognitiv oder gedankenbasiert ist, sondern tatsächlich auf das Verhalten geht, ist, dass wir, wenn wir nach gefühlten 20 Minuten nicht eingeschlafen sind oder nicht wieder eingeschlafen sind, dass wir dann eben aufstehen, möglichst auch das Zimmer verlassen, eine andere Tätigkeit durchführen, also ein Buch lesen oder man kann auch etwas anfangen zu planen, was man schon mal lange machen wollte, eine Wanderung beispielsweise. Und dass wir uns dann eben so lange beschäftigen, bis wir wieder das Gefühl haben, wir können nun innerhalb von 20 Minuten wieder einschlafen. Und erst dann gehen wir wieder ins Bett. Und das machen wir so oft, bis wir tatsächlich nach 20 Minuten oder innerhalb von 20 Minuten eingeschlafen sind. Und wenn man das konsequent macht, dann kann man meistens innerhalb von zwei bis drei Wochen schon eine deutliche Verbesserung erreichen und eben auch, dass sich diese Einschlaflatenz, also die Zeit, die ich brauche, um einzuschlafen, dass die sich verringert. Schlaf ist ganz wichtig für das psychische Wohlbefinden. Wir wissen auch beispielsweise, dass eigentlich über 90% der Patienten, Patientinnen mit einer Depression auch gleichzeitig eine Schlafthematik hat, also zum Beispiel zu viel schläft oder eben auch nicht mehr schlafen kann. Also da gibt es durchaus sehr deutliche Zusammenhänge. Wir wissen auch bei der Depression beispielsweise, dass eine effektive Behandlungsmethode für Depressionen durchaus der Schlafentzug sein kann. Das heißt, auch wenn da die Mechanismen und insbesondere die neurobiologischen Mechanismen noch nicht ganz klar sind, dann muss man doch sagen, dass regelmäßiger und guter Schlaf der psychischen Gesundheit auch zuträglich ist. Koffein hat bei erwachsenen Menschen eine Halbwertszeit von ungefähr 2,5 bis 5 Stunden, weshalb man auch so als Daumenregel empfiehlt, wenn jemand sensibel ist gegenüber Koffein und den Wirkungen auf den Schlaf, dann sollte man eigentlich so nach 4 bis 5 Uhr am Nachmittag eben keinen Kaffee mehr zu sich nehmen oder vielleicht auch einfach mal ausprobieren, auf Kaffee und Koffein insgesamt zu verzichten. Koffein ist ein Stimulans. Koffein wirkt an Rezeptoren im Gehirn und blockiert dort die Wirkung von Stoffen, die uns eigentlich müde machen. Und insofern wirkt natürlich auch Koffein der Müdigkeit und dem Einschlafen entgegen. Es bewirkt auch beispielsweise, dass die Herzrate steigt, dass der Blutdruck steigt, auch dass wir etwas fokussierter, aufmerksamer werden. Und ist insofern so eigentlich ein kleiner Stressor auch für den Körper. Man muss aber auch sagen, es gibt interindividuelle große Unterschiede, wie stark Individuen auf Koffein reagieren. Also manche reagieren sehr stark, andere sagen, ich merke da eigentlich nichts davon. Ich empfehle einfach immer auszuprobieren. Und wenn man das Gefühl hat, dass Koffein ist schlecht für den Schlaf, dann vielleicht einfach mal weglassen. Ich glaube, dass Schlaftracker durchaus eine positive Funktion haben können, indem sie einfach die Aufmerksamkeit auf den Schlaf richten. Also sie sagen uns ja prinzipiell, Schlaf ist etwas Wichtiges, sie erlauben uns, uns ein Bild von uns im Schlaf zu machen und sie sagen uns vielleicht auch, wenn wir zu wenig schlafen. Und das ist auch das, also ich erlebe das persönlich auch. Schlaftracker machen Schlaf auch irgendwie gesellschaftsfähig. Also sie führen dazu, dass wir darüber reden, dass wir uns austauschen. Und das ist natürlich durchaus was, was dem Schlaf dann indirekt auch zugute kommt. Problematisch wird es dann, wenn Menschen sich sehr stark an ihrem Schlaftracker orientieren und beispielsweise nur noch auf einen Punktwert schauen, um zu bestimmen, wie gut sie geschlafen haben. Und dann sagen sie, boah, letzte Nacht habe ich nur 70 Punkte erreicht, sonst bin ich immer bei 85, also muss ich schlecht geschlafen haben, anstatt auf den eigenen Körper zu hören.
Und das kann natürlich durchaus manchmal auch Menschen unter Druck setzen. Und Druck und Stress ist prinzipiell immer was, was dem guten Schlaf entgegensteht. Insofern würde ich trotzdem im Zweifelsfall immer dafür plädieren, einfach auf den eigenen Körper und das eigene Gefühl zu hören. Damit bedanke ich mich für eure Fragen, freue mich, dass ihr dabei wart und auf bald.